Was bisher geschah? Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich auch... Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Scarecrow ist zurückgekehrt. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. Hast du erwartet, mich zu finden, Batman? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kammer an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Batrick. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler, sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Das ist dieser Bionic Batman. Arkham Knight. Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Warum kennt er sich so gut aus? Angst macht dich vorhersehbar. Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Wenn ich sage, du sollst was machen, dann mach es! Hast du mich vermisst? Willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir müssen Barbara Gordon aus den Fängen von Scarecrow befreien. Dazu kann ich den Forensik-Scanner des Batmobils benutzen. Ah cool, wir haben auch einen Detektivmodus. Im Batmobil. Ah, wir müssen ja... Alfred, ich will den Namen des Arkham Knight. Ich auch, Master Bruce. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Und Alfred? Sir? Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bathöhle. Bitte bleib wachsam. Ja, denn... Das hatte ich ja schon gesagt. Es müsste irgendein Spion geben, der alle Infos über Batman ausgeplaudert hat. Entweder bei Wayne Enterprise oder direkt in der Batcave. Jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin. Du musst mich nur finden. Du bist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Was ist das? Alfred, die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Vielleicht irgendwie so eine Art Peilsender, das an genau den Orten dann irgendwie eine Rakete einschlägt oder so. Dass er ganz Gotham City in einen Fallout verwandeln will.
Aber warum sollte er dann erst die Leute hier mit so einem Toxin verrückt machen wollen? Das ist schon irgendwie blöd, dass ich jetzt direkt am Anfang so ein bisschen einmal kurz ja Feuerwehrmann retten gemacht habe und jetzt gar nicht mehr darauf zurückgreife, aber ich will ja jetzt nicht direkt wieder abbrechen und dann, oh, ich kann warten. Es ist eine Bombe mit schwerer Panzerung. Oh je, sollten Sie in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Bat-Computer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden sie nicht. Arkham Knight ist nichts zu teuer. Dann war die Sache hier mit der Bombe wohl kurzfristig geplant, weil das mit der Bombe halt nicht funktioniert hat. Aha, ich komme immer aus Versehen mit Tasten auf der Maus. Immer schön zur Seite switchen. Wie? Sechs Stück. Diese Maschinen sind unermüdlich. Im Gegensatz zu dir geben sie nie auf. Sie zögern nicht, sie halten sich nicht zurück. Und sie haben keine Angst vor dir, Batman. Ich auch nicht vor denen. Sie sind nur Maschinen. Maschinen wurden von Menschen hergestellt. Und die machen Fehler. Explosion auslösen. So, erstmal ein bisschen überladen hier. Mission entdeckt. Achso, das ist der Weg, den wir ja zurückgelegt haben. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Da wäre auch nicht gut, wenn noch jemand anderer hier hinkommt und was macht. Wie zum Beispiel Superman aus Metropolis. Also helfen tut. Arkham Knight führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann das zweite Gebiet. Ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut, ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und ihren Zugangspunkt übernehmen.
Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Yagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Na, das haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Hör zu, Miller. Wir kontrollieren die Brücken, aber Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam. Achtet auf den Himmel. Denn hier gibt es keine Aussichtspunkte, sondern hier werden einfach nur Drohnen abgestellt. Oder andere Sachen wie diese Sprengsätze, die die Stadt dann theoretisch kontrollieren. Also die Bezirke. Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. So. Da ist die Konsole. Batman hat ihm ordentlich eine verpasst. Ich seh's mir an. Wo ist er? Auf dem Kassenhaus. Er ist weg. Geht euch nach Verletzung. Er ist K.O. Batman schlägt hart zu. Kuppel haut stärker zu. Schnappt ihn euch. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Schaltet einen Gegner geräuschlos aus, um das Angst-Multi-Ausschalten erneut ersetzen zu können. Was ist das? Rauchbombe. Ah. Nein. Ah. Wie kann ich denn einen Seilwerfer benutzen? Lass ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Du bist ein Gewohnheitstier, Batman. Mal sehen, ob wir das ändern können. Ergreift euch vor uns. Wir haben nicht mehr diese schöne Waffe, die wir von Deathstroke haben. Die hat er nicht übernommen. Auch wenn Origins ein Prequel war. Oh. Was war das? Wo ist er? Der Typ ist wie ein Geist. Ach so. Hä? Nee. Was bedeutet das Rote? Ich hätte nicht gedacht, dass ich den auch noch erwische. Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Gebiet 2 freigeschaltet. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Du bist nicht echt. Ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Erst nachtragen, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung... Niemandsland. Ach, es erinnert mich an einen schönen deutschen Song. Zeit, einem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist es der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus?
Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu nahe. Oh, oh, ich weiß! Wegen dem, was seiner Katze Freundin passiert. Erzelina. Schockier, dunkler Ritter, erstaunt. Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward Nigma, der Ritter und ihr intellektuelle Überlegen. Dachtest du, ich vergesse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mal nicht schlagen. Völlig unmöglich, du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Geisterhaus, Detektiv. Oder sie stirbt. Ist Riddler jetzt doch mehr als nur optional? Wir könnten Selinas Hilfe gut gebrauchen. Batman, Gott für Gotham? Das hat ja Batman an Superman angeprangert. Er ist mächtiger, stellt sich über das Gesetz. Die Leute feiern ihn wie einen Gott. Dabei könnte er der größte Feind sein. Was würde man tun, wenn Superman ins Weiße Haus stürmt und den Präsidenten mitnehmen würde? Wer würde ihn aufhalten? Da patrouillieren die Drohnen. Super, Scarecrow ist im Fernsehen. Was finden diese Leute nur in Ansprachen? Wenn ich jemanden ausraube, kläre ich den auch nicht über die Technik des Stehens auf. Unten ist der Eingang. Na los, löst dieses Rätsel, Jungs. Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Weiß nicht. Ein Helm, so nennt man ihn. Alle Gegner außer dem Riddler-Informanten ausschalten. Moment. Es gibt dann noch Punkte zu verteilen. Aber nicht genug. Ich wollte jetzt Multi ausschalten, auf 4 machen. Ausrüstung während des Gleitens, Battering. Hilf im Anflug auf einen Gegner bis zu 3 Battlerings und schlage das Ziel noch vor deiner Landung zu Boden. Batclaw entwaffnen. Achso, dann wird er nicht nur nach vorne gezogen, sondern man nimmt ihm auch die Waffe weg. Aber ich habe ja auch schon direkt am Anfang gesagt, das gab's bei den Vorgängern schon einfach so. Hier die Zeitspanne für einen Gegner nach einem gezielten Battering-Wurf. Muss ich mir das immer erneut durchlesen, weil ich mir das alles nicht merken kann. Klingendunken ausschalten, habe ich in Arkham City nie kapiert. Aber jetzt will ich es wahrscheinlich können.
Gegner können mit der Backclaw herangezogen und betäubt werden. Das ist einfach nur die Kombo mit der dritten Maustaste. Was ja in Vorgänger ja auch wieder nicht ging. Oftmals, dass man Sachen kombinieren konnte. Dass man zum Beispiel direkt vom Ausschalten in den Konter wieder gehen kann, ging nicht. Da brauche ich nichts von. Schusswaffen, Nahkampf, Schockwellenangriff. Nix nützliches. So clever ist, wieso ist die Fledermaus dann noch am Leben? Nigma hat einen Plan. Ihr werdet schon sehen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt doch einfach Catwoman. Ist da drin, gefesselt und warte darauf, dass die Fledermaus sie rettet. Joker! Geht der Spaß erst richtig los. Wollte jetzt so einen Schockweltangriff von oben machen. Es ist gut, wieder hier zu sein. Gotham war ohne mich einfach nicht dasselbe, was? Scarecrow als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. Weil wir ihn aufhalten werden? Ich sag's euch, für Nigma kann man arbeiten. Ich habe ja schon die Vermutung geäußert. Was ist, wenn das mit Joker von Scarecrow geplant war und der auch Teil des Plans ist und irgendwie kommt dann Joker doch wieder zurück ins Leben? Keine Ahnung. Wo war das jetzt nochmal? Etwas hochnässig, aber egal. Oh. Hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und hier drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst das mir glauben. Das tue ich. Dabei hat doch Two-Face so einen Hass auf Catwoman. Kinderwagen. Zentrale, Milizpanzer sind in Bewegung. Kommen! In einem elektronisch magnetischen Feld umgebener Elektromotor. Wir müssen das Ding also irgendwie anstellen und voller Strom. Mit dem Batmobil vielleicht. Sobald Alfred das System neu gestartet hat, ach ja, stimmt, da geht ja nicht. Dann müssen wir das wie beim der Antenne machen. Ich hoffe, um Selina zu befreien, müssen wir keine Rätsel lösen. Das sind ja über hunderte. Nein, dort ist sie.
Großer Raum. Keine Gegner. Das ist ein Bossraum. Irgendein Rätsel. Wir dürfen nur auf bestimmten Plattformen, weil wir dann irgendwie einen elektrischen Schock sonst kriegen würden. Irgendwas kommt doch. Wenn wir hier drauf sind. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Entschuldigen? Okay, sie hatten uns gerettet. In Arkham City. Aber wieso entschuldigen? Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht. Ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Wir können jetzt den Charakter wechseln. Maschinen. Mit irgendwas Elektrischen wird schneller gehen. Der hier ist für dich, Eddie. Was ihr für ein Paar abgeht. Hau drauf! Gut genug, um zu überleben. Erfreue dich daran, solange es geht, dunkler Ritter. Ich habe mehr für dich geplant, als Dinge zu schlagen. Das lief super. Und dieses Kombo-Ausschalten gefiel mir sehr gut. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese kesse kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bumm. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Ich bin bald zurück. Und zwar so bald wie möglich. Typen wie Eddie ließen mich in Ruhe, bevor ich mich mit dir vertragen habe. Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düsterer Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Arbeitest du öfter mal für den Riddler? Nur wenn du nicht hinsiehst. Selina. Wenn jemand etwas stehlen lassen möchte, dann fragt er mich. Du weißt, wie das läuft. Oder dachtest du, du hättest mich bekehrt? Natürlich nicht.